Ahoi Freunde, heute kümmern wir uns mal um das erste Video einer neuen Playlist, nämlich um den Freizeitpark Efteling. Ich habe das Ganze jetzt hier als erstes Video etwas kurz gehalten und mit so einer schönen, regnerischen, chilligen Musik unterlegt, dass wir ein bisschen entspannen können. Oder ihr, wenn ihr das Video guckt, oder ich, wenn ich es später auch nochmal gucke. Ich war letztes Jahr im Freizeitpark Efteling, das also sprich 2018. War echt eine wunderschöne Erfahrung, deswegen habe ich mir gedacht, als ich dieses in Anführungszeichen alte Videomaterial gefunden habe, dass ich darüber auch nochmal ein Video machen könnte, weil wieso nicht? Es ist ein echt schöner Freizeitpark und er hat echt verdient, dass man mal ein paar Worte über ihn verliert. Ich habe euch jetzt alle Bilder reingeklatscht, welche ich gemacht habe in diesem oder auch alle Videos in diesem Freizeitpark. Also alle, wo natürlich keiner von mir oder meinen Freunden drauf ist, weil auf diesem Kanal wurden ja bis jetzt noch keine Gesichter gezeigt und das kann man ja auch jetzt erstmal so lassen, würde ich mal behaupten, bis ich mich irgendwann dazu entscheide. Und ja, der Freizeitpark Efteling, jetzt haben wir schon eine Minute geredet und wir haben immer noch nichts gesagt. Ich bin gerade auch auf der offiziellen Website vom Freizeitpark Efteling und ich mache das Ganze jetzt so wie beim Zoom Zoo, dass ich nebenbei so ein bisschen hier rumklicke und ein bisschen euch sage. Momentan kostet ein Ticket im Freizeitpark Efteling anstatt 42 Euro nur 40 Euro und der Parkschein kostet 12,50 € pro Auto. Also die Parkgebühren sind echt teuer, aber so diese 40 Euro für Eintritt, das finde ich ist relativ okay. Und dann sage ich euch nochmal, wie man das Ganze hier findet. Der Freizeitpark Efteling ist von mir jetzt zugegebenermaßen nur 2 Stunden und 15 Minuten weg, also gar nicht mal so lange. Er befindet sich an der Europalan 1 in Karlsheuvel in den Niederlanden. Und ich muss echt sagen, es ist echt ein super Freizeitpark. Hat echt viel zu bieten, auch ein Hotel und ein Golfplatz und halt den Freizeitpark an sich, welcher wunderschön designt ist. Ist halt alles auf Holländisch da, dort und ist ja klar, ist halt niederländischer Freizeitpark, ist vielleicht in manchen Geister-, Grusel-, Schrägstrich-, Attraktionen ein bisschen komisch, wenn man das Ganze auf einer anderen Sprache hört als auf Deutsch, weil man ist das hier so in Deutschland so gewöhnt, dass man das alles so direkt verstehen kann. Aber naja, man gewöhnt sich dran und die Attraktionen sind echt mal erfrischend, sind echt mal eine Abwechslung als das Ganze, was man hier so in Deutschland kennt, was ja fast irgendwie alles so ein bisschen gleich ist in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, wie ich es betiteln soll, aber in Deutschland, ich weiß nicht, man merkt, dass es deutsch ist. Kann man das irgendwie so sagen? Ich hoffe. Und im Efteling ist halt cool, da gibt es erstens diese coolen Mülleimer, die kennt man in Deutschland so aus Märchenwäldern, wo man so Papier oder was auch immer dranhält und dann wird das so eingesogen. Das ist echt eine coole Sache. Ach ja, der Freizeitpark Efteling, ich muss auf jeden Fall 2020 wieder hin. Es hat echt Spaß gemacht. Allein diese ganzen Achterbahnen auch. Es gab sogar diese eine Achterbahn, ich glaube, das war die Python. Da konnte man sich an so einem komischen Automaten ein Ticket ziehen, weil da sonst immer zu lange Warteschlangen seien. Und da konnte man dann eingeben, wann man kommt. Und dann hat man halt so sein Ticket, was man dann, glaube ich, irgendwie abgeben oder einscannen muss. Ich weiß es gar nicht mehr hundertprozentig. Aber es war so cool und auch dieses Geisterschloss. Mit dieser Geistershow war zwar ein bisschen, okay, man sieht es nicht so gut auf der Kamera, das ist ein bisschen schade, aber ansonsten ist das Ganze eigentlich eine relativ coole Sache. Auch wenn man es halt in Natura sieht, das ist echt eigentlich auch schon fast gruselig, muss man sagen. Also, wie gesagt, Freizeitpark Efteling, eine sehr super Entscheidung. Ich hoffe, dass ihr anhand der Bilder und des gezeigten Videomaterials und das auch, was ich gerade von mir gebe, dass ich euch das Ganze ein bisschen näher bringen kann und dass ihr das Ganze vielleicht auch mal austestet, weil wenn ihr im Westen von Deutschland wohnt, dann seid ihr auch relativ schnell da, in Anführungszeichen schnell, und könnt dort echt einen guten Tag mal an Spaß haben und man kann auch andere Sachen als in Deutschland dort erleben. So eine kleine Art Märchenwald haben sie auch da. Das sind wahrscheinlich, also wir kennen die ganzen Märchen nicht, sind wahrscheinlich holländische Märchen, weil mir kam dann nichts bekannt vor. Aber es war auch mal cool, das Ganze zu sehen. Auch die Themengebiete sind echt abwechslungsreich. Es ist echt ein super Freizeitpark. So, das war eigentlich jetzt alles, was ich erstmal zum Efteling Park sagen wollte. Wie gesagt, es ist ja auch ein
Es ist jetzt nicht unbedingt so ein richtig krasses offizielles Video, weil ich hatte es halt letztes Jahr gemacht, da war dieser Kanal noch nicht mal in Planung. Und ja, deswegen habe ich halt nur wirklich so random Bildmaterial, was ich euch jetzt gezeigt habe. Aber ich möchte noch kurz was loswerden. Jetzt am Ende, ich habe mir irgendwie so gedacht, ich bin ja in meiner Freizeit ein Gamer. Und ich habe irgendwie mal so gedacht, vielleicht werde ich mal ein paar Gaming-Videos bringen. Vielleicht keine Let's Plays, aber irgendwas, was auch mit dem Thema Spielen zu tun hat. Aber das steckt auch noch in den Kinderschuhen, diese Idee. Ich wollte euch nur mal darüber oder diesbezüglich informieren, was ihr von dieser Idee haltet. Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, dass dieses Video über den Efteling Park euch gefallen hat. Mein Name war der Freddy und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Urlaub, Kreuzfahrt, Gaming, was auch immer und mehr. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.